Andra Schweidensee ist seit 2013 hier Leiter im Haus der Senioren in Kuchl. Andra, Stichwort Pflegekräftemangel. Wie schaut denn jetzt die aktuelle Situation aus? Also katastrophal ist, glaube ich, noch gut ausgedrückt. Also wir fischen alle in einem Teich, der leer ist. Es gibt nahezu keine Pflegekräfte mehr. Wenn wir Bewerbung haben, dann kommt die jetzt aus anderen Häusern. Also wir werben uns mehr oder weniger die Kollegen selber oder gegenseitig ab. Es kommt fast nichts mehr auf den Markt drauf. Es ist katastrophal. Ich habe gelesen in einer Studie vom SORA-Institut, dass jetzt 65% der Befragten im Pflegebereich sagen, dass sie es für sehr unwahrscheinlich halten, dass sie den Beruf bis zur Pension ausüben, und 15% sagen überhaupt, sie überlegen jetzt schon zu wechseln. Das ist ein Warnsignal natürlich. Wie kann man denn das schaffen, dass die Menschen sich wieder mehr wiederfinden in dem Beruf? Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Wir brauchen einfach die Zeit am Bewohner oder auch am Patienten. Wir brauchen Kollegen, die nach 10 oder 12 Stunden Arbeit nach Hause gehen und zufrieden nach Hause gehen. Das haben wir jetzt beinahe nicht. Also die Kollegen brauchen Zeit. Sie brauchen Zeit für die Bewohner, für die Patienten, um wirklich auf sie eingehen zu können. Und glaubst du, dass das besser wird? Also gibt es da irgendwas in Aussicht? Ich schätze, das hängt ja sehr stark mit der Politik zusammen, oder? Es ist schwer, dass sich was verändert, weil die Politik eigentlich gefragt ist und wir zu wenig Druck auf die Politik ausüben. Wir können nicht einfach streiken. Es wird schon teilweise gestreikt, aber wie es bei der Lufthansa gewesen ist, dass auf einmal alle Flieger am Boden bleiben, das wäre mit uns vergleichbar, dass wir einfach Seniorenheim zumachen, dass kein Mitarbeiter mehr zur Arbeit kommt oder kein Mitarbeiter mehr die Patienten im Krankenhaus versorgt. Und das kann man nicht machen. Ja? Also das bringst du irgendwo nicht übers Herz, weil wer kümmert sich um die Bewohner? Wer kümmert sich um die Patienten? Und das weiß die Politik. Und wir machen immer irgendwie weiter, bis es komplett zusammenbricht. Und du hast gesagt, der Pflegeberuf, den attraktiver machen, womit kann er denn punkten überhaupt? Womit überzeugt denn der Pflegeberuf? Der Beruf selber ist der schönste Beruf, den es gibt. Wir sind natürlich für die Patienten, für die Bewohner da. Also wir haben, ich sag's mal so, das Herz an der richtigen Stelle, und das braucht man auch. Man muss es wirklich aus Überzeugung machen. Nur wenn man in der Pflege drin ist, hat man so einen großen Spielraum, was man machen kann. Man ist an der Basis dran, im Krankenhaus geht man auf Intensiv, in die Notaufnahme oder in die Geriatrie. Man kann ins Pflegemanagement gehen, man kann Lehrer für Pflegeberufe werden. In die Forschung kann man gehen. Also die Pflege ist eigentlich komplett vielfältig und auch erlernenswert. Deswegen, also man kann wirklich viel in der Pflege machen, wenn die Rahmenbedingungen passen. Wo sind für dich die Momente in deinem Beruf, wo du dann diesen Lebenssinn spürst, von dem du sprichst? Der Moment jetzt in meiner Tätigkeit, beziehungsweise bei uns im Haus der Senioren, ist eigentlich, wenn wir die Feste haben, wenn wir in strahlende Gesichter hineinschauen, wenn die Bewohner nach dem Fest aufs Zimmer gehen, sich bedanken und sagen, so ein schöner Tag. Das ist das Sinnerfüllste für mich jetzt als Hausleitung. Danke dir. Gerne.